mit dem Kollegen. Abfahrt. Hallo, ich bin's wieder, eure Carla Kolumna auf dem Rennrad. Heute mal quasi Paddy mit ihr in Gefahr. Wir fahren nämlich heute die zweite Etappe der Deutschlandtour 2021 ab. Klingt jetzt erstmal komisch, weil die ist ja erst nächstes Jahr. Wir sind trotzdem schon hier. Warum und wieso werden wir vielleicht in diesem Video ein bisschen auflösen. Ich habe hier eine ganz lässige Gruppe vor mir. Da fahren so ein paar Jungs vom Team PNS Metalltechnik mit. Ganz vorne fährt Jens Vogt, der hat heute die Arschkarte und muss fürs Tempo sorgen. Und jetzt geht es hier bei uns erstmal in Richtung Kyffhäuser-Denkmal. Alles weitere dann. Da ist der Kyffhäuser-Höhenzug. Und wir müssen da irgendwo lang. Ist noch ein Stück. Aber bei Nolde ist die Wade am Start, das läuft. Und witzig ist, bei Nico die Wade ist fast genauso gut wie die von Nolde, wenn nicht sogar besser. Danke. Müssen wir nochmal das Publikum entscheiden lassen. So, irgendwie ist hier schon wieder geil, denn da fährst du hier auf dem Radweg und plötzlich Auto vor dir. Also manchmal passieren hier Dinge, die fetzen einfach. Aber wir haben hier auch eine schöne Gruppe. Und schwuppdiwupp bis zum Video, so läuft das nämlich. Einfach mal da lang fahren, wo der Mann mit der Kamera ist. Ich muss dazu sagen, der Typ, der die Karre fährt, ist auf jeden Fall Optimist, denn ich glaube, da vorne wird der Radweg schmaler. Also, so viel Platz hat er jetzt nicht mehr. Die Frage ist jetzt da hinten, wer haut wem die Taschen voll? Aber das kriegen wir auch noch raus. Ja, und ihr seid ja nicht anders gewohnt. Ein kleines Learning pro Video soll es ja bei mir auch immer geben. Deswegen heute mal ein kleiner Technik-Exkurs. Mich haben nämlich wirklich ganz viele Leute gefragt, wie ich eigentlich meine Videos hier immer filme, was ich da benutze und so weiter. Aber ich will gar nicht viel labern. Guckt mal hier. So sieht's aus bei mir. Das ist mein Technik-Setup. Das ist eigentlich eine relativ einfache Geschichte. Ich habe tatsächlich eine GoPro drauf. In dem Fall ist das die 8er GoPro. Und wie ihr sehen könnt, ist die bei mir hier auf dem Vorbau montiert. Das bedeutet, ich habe quasi die Ahead-Kappe ersetzt durch die Aufnahme für die GoPro-Kamera. Dann hat meine Kamera noch so eine extra Hülle und schon funktioniert der Lack. Ja, und wenn die Kamera dann nicht drauf ist, dann sieht das Ganze so aus. Wirklich eine kinderleichte Variante hier. Hat ungefähr, ich glaube, 10 Euro gekostet. Online konnte man das bestellen. Und dann knickknack ist das Ding da vorne dran. So simpel wie einfach und so clever wie wirksam. Ja, und ihr habt euch jetzt vielleicht gefragt, Moment mal, wenn der seine Kamera da am Rad hat oder jetzt hier in der Hand, wie filmt er denn dann eigentlich die Kamera? Weil, hat er noch eine zweite Kamera? Da kann ich euch mit einem ganz klaren Ja antworten. Das Ding, mit dem ich jetzt hier gerade filme, das ist die neue Lumix G110. Die hat mir witzigerweise Panasonic zur Verfügung gestellt. Die haben mich angerufen und haben gesagt, du, ey, du machst irgendwie relativ coole Videos. Wir haben hier so ein neues, sehr kompaktes Modell. Vielleicht ist es ja was für dich. Wir schicken sie dir mal zu, probier die mal aus. Ja, und jetzt stehe ich hier und habe die gerade in der Hand. Ja, guck mal, so sieht das Ding aus. Lumix G110 hat witzigerweise ein Klappdisplay und das ist genau das, wo es für mich interessant wird. Die haben die Kamera eigentlich gebaut für Vlogger, da würde ich mich jetzt mal so ein bisschen außen vor lassen, aber ich habe bislang keine Kamera, mit der ich tatsächlich ein Interview filmen kann und mich dabei selber sehe, beziehungsweise mich und meinen Gesprächspartner. Dafür würde ich die Kamera auf jeden Fall in Zukunft mal öfters in den Einsatz bringen. Ich fahre jetzt auch demnächst in Urlaub, da kann ich die mal ganz in Ruhe ausprobieren. Und dazu kommt, die ist wirklich klein. Also wenn man das Klappdisplay hier einklappt, dann fährt man natürlich das Objektiv noch ein. Ist übrigens ein Wechselobjektiv. Das macht die Kamera, glaube ich, auch ganz attraktiv für verschiedenste Einsatzzwecke. Dann kann man das Ding direkt hinten in die Trikottasche reinwemsen. Und sollte vielleicht auch interessant sein für alle, die vielleicht sowas machen wie Bikepacking und nicht allzu viel Platz haben, aber trotzdem ja nicht immer nur eine GoPro nutzen wollen. Und der große Vorteil ist auch bei der Lumix, du kannst noch ein Ansteckmikrofon oben drauf machen. Ja, also ich werde euch vielleicht mal demnächst öfter mal was von der Kamera zeigen. Zwei, drei Bilder habe ich heute damit gemacht. Und falls ihr dann irgendwie Fragen habt zu meiner ganzen technischen Geschichte, fragt ruhig immer gerne nach. Ich bin ja auch irgendwie stolz drauf, wenn ihr da so ein bisschen Bock habt, mehr zu erfahren. Und ich hoffe, ich konnte euch da jetzt mal so ein bisschen aufklären.
Jetzt aber weiter. Wir sind ja immer noch auf dem Weg in Richtung Kiffhäuser. So, wir haben jetzt sage und schreibe 22 Kilometer hier auf dem Deckel stehen. Da ist der Kiffhäuser irgendwo. Da stehen meine was? Irgendjemand hat den Fehler gemacht und ist vorne rausgegangen und hat die Hobbyfraktion rangelassen. Das ist nicht gut. Vor mir freut man sich auch schon. Aber Vogt hat gerade gesagt, es wird keiner zurückgelassen. Das ist schon mal ein großer Vorteil. So, was macht der Wemser? Sieht gar nicht schön. Du musst das hier ein bisschen kontrollieren, ne? Nicht, dass uns die Hobbys abhängen. Wir kontrollieren, ja. Dann nochmal Stress. Wir haben gesagt, hier gibt es sogar einen offiziellen Komm. Nur für uns. Und da vorne ist schon ein Prozentschild. Das wird super. Super wird das. So, Storm Chaser Challenge. Also, chase the storm und dann wisst ihr, wo oben ist. Ja, du musst ja auch schon Radrennen angefahren sein. Ja. Ja, mich haben sie auch schon abgehängt bei der Thüringen-Rundfahrt, na logisch. Ich glaube, ja genau, ich bin ja auch schon Bundesliga auf den Scheiß mal gefahren, sag mal, Türen noch. War es damals leichter, Vogte? Ja, der Berg war bestimmt. Nee, halt, stopp. Ich bin jetzt ein alter Mann im Ruhestand. Ich muss jetzt Folgendes sagen. Als ich noch jung war, hatte der Kilometer 1300 Meter. Und wir hatten ja nur einen Gang. Und wir hatten bloß 48 Kettenblatt als kleines. Genau. Und hinten 19. Genau, hinten 19. Und beim Schalten musste man das Hinterrad noch drehen, oder? Jawohl. Das ist noch aus der Generation. Diese Weichei-Jugend heutzutage. Mit ihrer Ganzhaltung, das gab es früher nicht bei uns. Ich sag's euch, Jens oder nie. Wir haben gerade gemutmaßt, wer hier nächstes Jahr beim Rennen an diesem Berg in die Gruppe des Tages geht. Ich habe gesagt, du nicht. Ich muss mir tatsächlich Gedanken machen. Wir fahren durch meinen Geburts- und Heimatsort. Also von daher. Welcher ist das? Simmerda. Simmerda. Ganz wichtig, muss man sich merken. Sommer hier nicht, Simmerda. Genau. Da ist der Simmerda. Also ich habe immer noch 340 Watt hier stehen. Das Motto war dein Ride. Und ich, ja, das sind ja auch deine 340 Watt und nicht meine. Und nicht dein Pain. Es ist 10.02 Uhr. Der Wahoo sagt 30 Grad. Was willst du mehr? In einem August in Thüringen, am Rande des Harzes. Sind wir dort in Thüringen? Scheiße. In einem August irgendwo in der Nähe von Thüringen. Jens, du musst uns erst mal erklären, was wir hier eigentlich genau machen. Warum fahren wir denn hier auf einer Etappe der Deutschlandtour durch die Gegend? Ja, aufgrund der Corona-Bestimmung war dies hier einfach nicht möglich, die Deutschlandtour stattfinden zu lassen. Damit aber nicht alles total stirbt und völlig untergeht, haben wir gesagt, wir machen die Originalstrecke, verlosen ein paar Plätze an jeder Männer, holen ein paar Guides, Fabian Wegmann, Johannes Frühlinger, Hanka Kupfernagel, ich selber, Marcel Kittel noch heute, also ein paar bekanntere Ex-Profis als Guides. Und jetzt fahren wir jeder Männer in die Original-Deutschlandtour ab, einfach als Testlauf fürs nächste Jahr. Und wir kriegen noch ein bisschen Medienaufmerksamkeit, dass man eben sieht, die deutsche Tour ist nicht tot. Die wird nächstes Jahr wiederkommen. Und wir üben schon mal. Sozusagen eine Runde Trockenschwimmen machen wir hier. Ja, ganz so trocken ist gar nicht. Wir haben schon beide ordentlich geschwitzt gerade. Oh ja, Kiffhäuser schon hochgefahren. Absolut. Mit Bergwertung. Du bist schon jetzt den zweiten Tag dabei oder bist du heute zum ersten Mal da? Nee, zweiten Tag. Wir hatten gestern die erste Etappe. 195 Kilometer von Stralsund über Rostock nach Schwerin. Das ist ja deine alte Heimat quasi. Jawohl, meine Eltern waren auch da. Ach, schön. Die leben ja bloß 50 Kilometer entfernt von Schwerin. Ja. Und ne, war ein schöner Tag. Schön flach, bisschen was zum Einrollen. Naja, heute knackiger, sportlicher. Und dann fahre ich bis Nürnberg. Wunderbar. Und dein Eindruck bis jetzt? Läuft erstmal. Ja, sehr, sehr schön. Viele gute Straßen, glatte Straßen. Mit einer tolle Rundfahrt. Und nächstes Jahr ist auch dieses verdammte Corona hoffentlich weg. Ja. Oder wir haben einen Impfstoff. Und dann erwarte ich auch tausende Zuschauer wieder an der Strecke.
Du hast mir gerade schon gesagt, in den letzten Monaten, da warst du extrem viel zu Hause. Es war die längste Zeit deines Lebens an einem Ort. Ja, in der Tat. 6 Monate am selben Ort, Familie alle. Wie groß sind jetzt die Hummeln im Arsch, wieder loszukommen? Ja, also zuallererst, Familie ist noch heile, wir sind nicht geschieden. Wir haben es geschafft, 6 Monate zusammenzuleben. Das ist ja schon mal ein guter Start. Glückwunsch. Ich bin auch froh, wenn es auch wieder losgeht. Machen wir hier was Neues, sieht neue Orte, sieht ein bisschen Reisen, neue Leute treffen. Also ist schon schön. Sind ja nur 4 Tage, Sonntagnacht bin ich mehr zu Hause. Also das ist eine schöne kleine Abwechslung. Ja, und dann geht auch bald die Tour los, Tour de France. Bin ich dabei für Eurosport und dann bin ich auch wieder ein bisschen auf Achse. Wunderbar. Was ist dein Tipp dieses Jahr für die Tour? Da hat sich ja in den letzten Tagen viel offenbart. Also ich glaube tatsächlich, es geht kein Weg an Primož Roglič vorbei. Höchstens Egan Bernal, der dicht herankommen könnte. Für Deutschland denke ich, Buchmann wird hoffentlich wieder gesund und kann fahren. Ja, das wäre toll. Ansonsten haben wir in meinen Augen das allergrößte Talent mit Lennart Kemner. Der wird uns auch viel Freude machen bei der Tour. Ich fahre hier echt Renntempo. Ja, ja. Hier fährt sie auf der flachen Pferde ohne Probleme. Sind wie früher am Radrennen hier. Ja, sind wir schnell fertig. Ist eher Feierabend. Ja, genau so sieht's aus. Ja. Herr Kemner wäre eigentlich auch mein Tipp jetzt für die deutschen Meisterschaften am Sonntag. Hast du da auch schon Gedanken gemacht hier? Ja, ich denke auch. Also er ist in Topform. Hat einfach die stärkste Mannschaft noch um sich herum. Aber natürlich gibt es noch ein paar hungrige Fahrer in den Pro-KT-Mannschaften oder Conti-Pro-Mannschaften. Also gekämpft wird sicher dafür. Aber ja, wenn das Rennen schwer ist, deutet eigentlich alles auf den Lennart hin. Ja. Letzte Frage. Ich bin vor ein paar Wochen mit Walsleben, Philipp, durch deine Neighborhood gefahren zu Hause im Grunewald. Ja. Mit dem Rennrad durch den Wald. Richtig geisteskrank. Und vor 2 Wochen bin ich mit Wagi, deinem alten Teamkollegen, der allerdings mit einem E-Gravel-Bike auch über diverse Schotterwege gefahren. Hast du jetzt auch diesen Weg eingeschlagen, dahin, wo ein bisschen weniger Autos fahren, oder bleibst du der Straße treu? Also ich fahre aber noch kein E-Bike. Meine Frau hat eins, habe ich ihr geschenkt. Wo ist ein Wagi? Jo, da machen wir viele Fahrradtouren zusammen, weil meine Frau kann jetzt einfach locker bei mir mitfahren. Ja. Ich habe auch ein Gravel-Bike, ein Cross-Bike, Mountainbike. Tatsächlich fahre ich manchmal gerne einfach im Wald. Du hast keine Ampeln, das stimmt. Keine Autos, ja. Triffst keinen, bist ganz alleine, ja. Hörst die Vögel singen. Manchmal ist das genau das, was ich brauche. Weißt du, halben Tag zu Hause mit den Kindern und alle quietschen und schreien und wollen was. Aber hier bist du einfach, wo du eine 2 Stunden in den Wald fahren kannst. Das stimmt. Und alles, was du hörst, sind die Vögel. Na, vielleicht laufen wir uns ja da irgendwann mal über den Weg. Vielen Dank erstmal und jetzt guck mal, dass du deine Schläfchen hier nach Hause bringst. Jawohl, alles klar. Also ihr seht, hier ist einiges los. Wir haben jetzt 62 Kilometer weg. Insgesamt hat die Etappe 190 knapp. Wir fahren aber nur bis nach Weimar. Wenn dann dort abbiegen nach Erfurt. In Weimar müssten wir so 105 haben. Und das ist nachher 130 oder sowas. Reicht mir auch völlig. Fragen sich übrigens, was ist denn mit deinem Arm? Der ist ein bisschen offen noch gewesen, deswegen habe ich heute mal bei der Sonne und bei der Hitze ein Verband drum gemacht. Nicht, dass da 5 Stunden die Sonne drauf scheint und dann habe ich morgen einen Sonnenbrand. Aus Polen noch, oder was? Genau, genau. Da hat es mich leider mal entschärft auf einer Etappe, bin ich gestürzt. Gehört dazu, war nicht schlimm, aber. Soll vorkommen. Passiert manchmal. Ja. Also, mit Blick auf Sonntag, ist die Aktion ja heute jetzt so eine kleine Vorbelastung oder einfach nochmal ein Anschwitzen oder wie kann man das so einordnen? Genau, wir fahren uns heute nochmal die Beine so ein bisschen frei. Der wollte, ist auch nochmal einen schnellen Tritt gefahren und dann passt es eigentlich für Sonntag, würde ich sagen. Mhm. Was ist dein Tipp? Wer holt sich da den Titel? Ja, seitdem ich in der Männerklasse fahre, gewinnt eigentlich jedes Jahr Bora, deswegen
bleibe ich einfach mal dabei. Irgendjemand von dem wird das schon machen. Bist du zufrieden hier bislang mit deiner Streckenplanung? Oder ist es zu heiß? Zu heiß, ne? Ich habe die halt für andere Leute geplant, nicht für mich. Nein, bisher sind wir. Dann hast du ja alles richtig gemacht. Schönes Wetter, noch leben alle. Toi, 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 keine Stürze, keine Platten. Dein und Haufen jetzt, hast du auch im Griff. Wie bitte? Dein Haufen da vorne hast du im Griff? Die Leute im Griff, das hoffen wir. Na gut, dann muss man Jens ein bisschen trösten, der muss dir die ganze Zeit erzählen bei uns. Jens jammert ja immer nur. Ne? Das dürfen wir keinem sagen. Nein, oder? Ist ja auch schon ein bisschen älter. Muss ja mal sagen, dass er da eigentlich auch ein bisschen motiviert. Vorhin bei 45 oder so bergauf hat er irgendwie gesagt, jetzt mach doch mal langsam ruhiger. Ja, das war schon schwer. I never had any diamonds or pearls, but I can give you all my extra time. I never look at the other girls, 'cause you are always on my mind. And they keep on coming up, and I keep on moving on, and they keep on coming back for more, and I keep on giving it up, and you keep on moving on, and I keep on coming back for more. This could be paradise, yeah, this could be our last night. So, wir haben jetzt 105 Kilometer. Wir werden dann noch bis nach Erfurt eiern und dann haben wir da 130 oder so. Das reicht, glaube ich. Mir wird es auch jetzt schon reichen und hat auch schon vor 10 Kilometern gereicht. Und dann haben wir das ja auch wieder geschafft. So. Also, ich sehe jetzt auf jeden Fall hübsch aus. So viel kann man schon mal sagen. Oder auch nicht, das kann alles sein. Ich möchte das nochmal kurz zusammenfassen hier. Das war heute durchaus ein interessanter Tag, denn, das habe ich noch gar nicht erwähnt, ich bin heute Morgen aus Berlin hier erstmal hergeeiert, nach Erfurt. Ich bin also um 3.30 Uhr aufgestanden, bin dann um 4 Uhr losgefahren, war dann um kurz vor 7 hier. Dann war hier auch gleich Abfahrt, dann waren wir kurz nach 8 in Sangerhausen, wo es losging. Dann aufs Moped. Jetzt ist es, glaube ich, 14.30 Uhr oder so. Wir sind wieder zurück. Die Jungs sind schon irgendwie los. Ich muss noch kurz sterben hier vor mich hin. Aber die Jungs wohnen ja auch alle hier irgendwo. Ich werde gleich noch duschen. Auf jeden Fall sagt mein Wahoo-Endgerät hier, das sagt Temperatur Durchschnitt 36, Max 42. Glaubt er nicht? Doch, da steht's. War auf jeden Fall warm und irgendwie müssen wir auch schnell gefahren sein. Also Durchschnittspuls 135 finde ich gar nicht so schlecht. Auch wenn es euch nicht interessiert, aber jetzt kommt's. 1000 Höhenmeter. Und ich komme hier irgendwie zwischendurch mal auf 20 Minuten. 284 Watt im Schnitt. Das finde ich tatsächlich relativ viel. Keine Ahnung, wo wir das gemacht haben. Wahrscheinlich zum Kyffhäuser hoch. War auf jeden Fall Desportivo. Naja. Auf jeden Fall endlich mal wieder hier ein Video gemacht. Und also heute ist Freitag. Wir haben jetzt das, wie gesagt, hier abgefahren. Und am Sonntag, da ist schon die Deutsche Meisterschaft auf dem Sachsenring. Ich werde versuchen, dass ich das irgendwie so hinkriege, dass wir das hier noch Samstag auf Sendung geben. Und dann könnt ihr quasi, wenn ihr das jetzt seht und noch Samstag ist oder Sonntag früh, euch darauf freuen, dass dann vom Sachsenring wahrscheinlich auch was kommt. Da werde ich das Team wieder, ich nenne es mal normal begleiten und eine kleine Doku machen oder eine große, je nachdem wie viel da los ist. Unterm Strich bin ich jetzt richtig schön tot. So muss das sein. 125 Kilometer waren es, wie gesagt. Und ja, alles weitere dann Scharpeter. Also, ach so, nee, doch nicht. Ihr wollt ja einmal Socken gewinnen und ich habe mich natürlich gekümmert, nur für euch. Zweimal haben wir schon Wahoo-Socken verlost. Ich kann euch übrigens jetzt mal zeigen, wie die aussehen. So, von hinten sieht man das Wahoo und von vorne steht da noch was drauf. So. Ich habe wahrscheinlich auch die unrasiertesten Beine aller Zeiten. Diesmal gibt es wieder Socken zu gewinnen. Diesmal Socken von Power2Max. Power2Max. Da, richtig, das sind die mit den Wattmesskurbeln. Da, die Jungs mit den geilen Kurbeln, die dafür sorgen, dass wir immer die Wattzahlen überall sehen können. Die stellen ein paar Socken zur Verfügung. Geil, vielen Dank dafür. Und wer die Wattmax, Pucks, Packs, Mux, Power2Max Socken gewinnen möchte, schreibe mir bitte seine Schuhgröße in einen Kommentar. Und
sage dazu Hashtag ich will die Powersocke. Hashtag ich will die Powersocke. Ich glaube, das klingt ganz gut. Also, liken, teilen, abonnieren, screenshotten, ausdrucken, Herzchen draufmalen, an den Kühlschrank hängen, Mama und Papa Bescheid sagen und den scheiß Kanal hier abonnieren. Also, reingehauen, bis bald.